Willkommen zurück zu Die Sims 4 und den Potter's Play Grundstück von den Cumleys. Und das Spiel ist natürlich noch pausiert, weil ich erst gerade in das Spiel reingesprungen bin. So, wir haben Leute, die bei der Arbeit sind. Und das ist ein bisschen blöd, denn das Ding ist hier kaputt. Und ich gehe mal davon aus, dass niemand weiß, wie man das Ding repariert. Lass mal ganz kurz gucken. Kannst du? Nope, du kannst nicht. Du bist da draußen. Stimmt, du hast immer noch deine Stell-dich-Leuten-Vorsache. Dann stell dich allerhand Leuten vor, egal was kommt. Jim Edgar, mein lieber Freund. Wie sieht's bei dir aus? 50% erst in der Routine hast du. Also gucken wir mal, ob wir die vielleicht nach... Ach nee, die können wir, glaube ich, hier unten machen. Und zwar Perform Routine. Cats, Cats, Cats. Right Perform, genau, das kann er dann so machen. Und du, Madame, musst zur Arbeit. Und zwar seit schon wieder einer Stunde. Meine Güte, ich verpasse es jedes Mal. Und dementsprechend mach mal hin. So, ich gehe mal von aus, du... Warum stehst du hier unten herum? Geh bitte auf Klo. Dann kannst du noch duschen gehen. Und. Dann würde ich fast sagen, wir konzentrieren uns weiter auf ihren Beruf. Aber ich würde dann kurz gucken... Sie hat Handynüsse für 1. Ja, okay, dann kann auch ruhig er hier das machen, obwohl er gerade am Programmieren ist. Und hat er auch erst 50%. Okay, jeder muss irgendwas machen, mit Ausnahme von dir. Du hast es immer noch nicht geschafft. Stell dich der Tante vor, stell dich dem Kollegen vor. Das kriegen wir doch mit ihm hin. Friendly Introduction, come on, 8. Friendly Introduction Nummer 9 und 10, bitte. Come on, ignoriere den, hol den dazu. Na schön, einer ist wieder da. Und auch du musst dich Leuten vorstellen. Ihr habt alle den gleichen Spaß, aber du musst erstmal vorher was essen, das ist wichtiger. Dementsprechend rein damit. Du gehst zur Arbeit, sehr schön, das hat er von alleine mitbekommen, ist auch nur 10 Minuten zu spät, aber das ist normal. Ich brauche einfach so lange, um von A nach B zu kommen. Fun, fun, fun. Wäre es denn für dich spaßig, das zu reparieren? Ja, ich mache einfach mal. Okay, Aufgabe. Wir werden versuchen, vielleicht noch ein bisschen hier die Sachen besser aussehen zu lassen. Wisst ihr was, das machen wir jetzt einfach mal, einfach jetzt. Denn so ein bisschen mehr Leben reinzubringen, wäre vielleicht gar nicht falsch. So, was könnte man denn hier noch großartig machen? Wir haben hier unsere Malerin. Das heißt also vielleicht in der Hinsicht noch was hinzuzuschmeißen, ohne es jetzt komplett in ein Malerzimmer zu verwandeln. Also allgemein vielleicht einfach nur so ein paar Sachen hinzuzufügen, wäre gar nicht falsch. Also hier hoffe ich auch, gerade so was Dekorationen betrifft, vielleicht gucke ich auch mal nach Mods und ähnlichen, weil die bringen auch ganz gerne solche Sachen ins Spiel. Aber halt allgemein, dass sie halt mehr bringen, dass man halt wirklich sagen kann, hey, man kann halt wirklich ein Zimmer für einen Teenager machen. Für einen, der dies, für einen, der das macht. Ist das überhaupt das, was ich jetzt gerade suche? Hier ist das, was ich eigentlich will. Hier kann man so Sachen ranhängen. Haben wir das hier eigentlich irgendwo schon mal hängen? Genau, hier unten habe ich nur meine selbstgemachten Dinger. Ja, also hier haben wir das noch überhaupt nicht. Also können wir das ruhig nehmen. Wir machen das auch eine Ecke größer. Dann machen wir es lieber so. Oh, haben wir noch eine andere Farbe? Wir haben das in dunkel und wir haben das in Gold. Gold ist vielleicht in der Hinsicht gar nicht mal falsch. Wie sieht denn das aus? Ich überlege auch gerade, sollte man das vielleicht eher einen höher machen? Ich glaube, in Wirklichkeit würde man das... einen höher haben, aber das Problem ist halt einfach, das würde dann da oben dran kleben. Also das wäre schön, wenn man das vielleicht eine Stufe kleiner machen könnte, aber halt nicht zu klein, weil das ist zu klein. Das ist zu groß. Machen wir es einfach so. So, haben wir noch andere Sachen, die man hier anbringen könnte. Wir könnten wirklich definitiv hingehen und nochmal sowas hier ranschmeißen. Und da hoffe ich auch so ein bisschen, dass man vielleicht... Ich meine, man kann hier die Farben ändern. Das ist schon ganz cool. Das Problem ist jedoch, das sieht man nicht bei allen, sondern
Die Bretterfarbe ändert sich ebenfalls. Man kann also nicht hingehen und jetzt sagen wir mal hier, ich habe es ja glaube ich da unten gemacht gehabt. Hier sieht man zum Beispiel, da wollte ich unterschiedliche Farben nehmen, aber leider dadurch, dass die Bretter sich ebenfalls von der Farbe ändern, ist es nicht 100% gelungen. Das wäre ganz cool, wenn man dann halt... Ja, und das ist so eine Sache, die ich aus Sims 3 halt mochte, dass man wirklich einfach seinen eigenen Stil kreieren konnte. Ich wüsste jetzt nicht, wie man das hier wirklich ernsthaft machen sollte, aber dass man einfach sagen kann, hey, unterschiedliche Farben der Sachen, die daran hängen, aber halt das Brett bleibt gleich. Und das ist halt nicht zu 100% so gegeben. Wenn man das so ranhängt, hat man das Ganze noch ein bisschen gefüllt. Also im Endeffekt sollte man das eh versuchen, bei jedem reinzubringen, weil klar könnte man sagen, das kann man da unterbringen, aber so 100%ig reicht das nicht aus. Jo. Das war, wie gesagt, jetzt zwar weiterhin für jeden das Gleiche so ein bisschen, aber so machen wir das ein bisschen noch besser aussehend. Und bitte sagt mir jetzt nicht, ob ich irgendwelche Sachen doppelt drin habe. Ich will einfach nur ein bisschen Abwechslung reinbringen. Okay, dann haben wir das. Wir gehen aber wieder erstmal noch zurück zu dem, denn wir haben hier noch eine Ecke und vor allem haben wir noch diese beiden Stellen hier. Large Award Ribbon. Das ist zwar ganz schön, aber so ganz alleine sieht das natürlich doof aus und natürlich in größer. Da ist natürlich klar, dass halt die Qualität halt der Textur nicht besser wird. Stream Me Up Party Decorations. Kann man das Ding theoretisch kleiner machen? Also das Interessante ist wirklich, man kann es theoretisch größer machen, bis man blöd wird. Aber man kann es nicht kleiner machen als das, was ursprünglich war. Ich drücke jetzt die ganze Zeit kleiner. Und ja, größer und kleiner machen ist auch gleichzeitig mit dem Bewegen der Kamera verbunden. Also nicht wundern, warum ich immer rein und raus zoome, wenn ich das hier mache. Das ist natürlich cool, aber das kannst du nirgendwo anbringen. Man könnte es theoretisch unten anbringen, wenn man wollte, wenn man sagt, hey, hier. Das ist ein Problem, das mir auch schon häufiger aufgefallen ist. Wenn man mit einer Sache, die man ausgewählt hat, nach oben oder nach unten sich bewegt, dann ist es für die nächste Ebene nicht mehr sichtbar. Ja, das könnte man hier anbringen, aber es sieht einfach nicht gut aus. Es sieht einfach nicht gut aus. Und das ist so die Sache. Es gibt zwar so ein paar, die man auswählen könnte, aber hier sieht man auch, hier sind viele, die noch locked sind. Klar könnte ich die mit einem Sheet freischalten, aber das ist natürlich auch witzfrei. Schlüssel. Falsche Taste. Meine, wenn man die auf einen größer macht, geht's. Aber warum sollte man Schlüssel ranhängen? Das ist auch so ein, ja, ein Bulletin Board. Wäre natürlich auch nicht uncool, aber warum sollte die sich sowas ranbatschen? Das ist auch ganz toll. Das sind wirklich einfach nur sinnfreie Wood Panels. Das wäre cool, wenn man wirklich sagen könnte, man könnte da selber jetzt Sachen ranmachen, selbst Sachen, die vielleicht gar nicht so 100% passend sind. Und natürlich eine Sache, die man jetzt hier auch schon so ein bisschen sieht, ich habe die größer gemacht, aber die Schatten sind weiterhin bei den kleinen Sachen. Und dementsprechend zum Beispiel, wenn man Fenster oder Spiegel nimmt, die machen zum Beispiel das Ganze nicht mit. Also ich kann das größer machen und wie man sieht, das Ding wird immer größer, aber der Spiegel selbst bleibt gleich. Und das ist ein bisschen schade, denn ich hatte halt zum Beispiel hier schon so geguckt gehabt, was könnte man nehmen. Und es gibt keinen wirklich großen Spiegel, der passend ist. Und das ist definitiv zu groß. Das geht hier für ein Pornostudio oder halt ein Fitnessstudio. Aber für sonst ist mir das ein bisschen zu kinky. Was könnte man hier noch hinschmeißen? Das ist gar nicht mal so einfach. We didn't start the fire. Mhm. Also ich denke, hier werden wir erstmal nichts großartig, zumindest für sie, finden. Pictures, pictures on the wall. Was ist denn dabei? Das geht sogar halbwegs. Ein bisschen schade wieder, wäre da oben halt von der Textur das nicht, dann könnte man das super so ranhängen, obwohl man definitiv sagen müsste, der Kalender ist zu groß. Obwohl man auch wieder sagen könnte, das ist nicht unbedingt ein Kalender. Natürlich ist er ein bisschen zu flach dafür, um zu sagen, hey, das ist vielleicht irgendwas, dass man da Sachen ranhängen oder reintun kann, aber. Und da wäre auch wieder cool, wenn man das halt als Möglichkeit nutzen könnte, halt um anderer Leute Bilder reinzutun. Ich weiß, dass man halt Bilder selber zeichnen kann und theoretisch auch aufhängen kann. Aber halt das als ebenfalls als Möglichkeit zu haben, wäre cool. Giganto-Essbesteck.
Das ist wirklich zum Teil ganz lustig. Es gibt mittlerweile auch schon einige weitere Packs, und das zeige ich einfach mal ganz kurz, die rausgekommen sind. Get Together kommt auch bald, da muss ich noch vorbestellen. Und das ganze andere Zeug, das fügt zwar noch Sachen hinzu, aber der Preis ist dann doch ein bisschen zu heftig. Okay, ich würde sagen, wir machen einen Ticken schneller das Ganze. Ich würde sagen, bei ihr könnten wir ruhig so ein paar Pflanzen einfach reinstellen. Das ist zwar auch nicht der größte Bringer, aber es passt vielleicht so ein bisschen, dass man sagt, hey, ja, gute Luft, das ist inspirierend und anderes Zeug. Oder wir stellen einfach einen Wecker hin. Also was, wir machen halb-halb. Wir machen das eine so und dann stellen wir hier noch einen Wecker rein. Und da muss ich auch sagen, es gibt zu wenig Wecker in dem Spiel. Netter Be Light Laser Show. Und dann sieht man halt, es gibt so ein, ach, das ist auch so ein Wand. Und das hier ist ein, den man hinstellen kann. Das ist einer, den man hinstellen kann. Das ist Wand. Das ist überhaupt nicht drin und das ebenfalls nicht. Es gibt keinen stinknormalen, aber modern aussehenden Wecker. Und das ist merkwürdig. Ich könnte hier keinen normalen Wecker aufhängen. Also ich bin jemand, der nicht mit einem Wecker im Zimmer schlafen kann. Das Geticke geht überhaupt nicht für mich klar. Dementsprechend, auch die Idee ist dann jetzt schon wieder weg. Man könnte theoretisch einen kleinen Fernseher hier hinstellen. Den könnte man dann drehen. Dann sollte man aber vielleicht hingehen, wenigstens so einen halbwegs gescheiten hinstellen. Ansonsten eine Sache will ich auch mal ganz kurz gucken. Ich denke, es gibt auch keine Spielekonsolen mehr. Das war auch eine Sache vom Vorgänger. Wenn man einfach eine Spielekonsole vor den Fernseher legt, dann konnten die dann halt damit spielen. Und das ist auch eine Mod. Out of this world Desktop. Video Gaming Skill, Programming, Comedy und Writing. Aber das kriegen, haben die ja alle. Also im Endeffekt hat der als Vorteil Fun und Reliable. Aber es gibt welche, die halt unbreakable sind. Inspiring Decor. Mhm. Also, das ist ein bisschen das Problem. Sachen einfach mal kurz zu dekorieren ist nicht so hundertprozentig für uns aktuell drin. Auch die Ecke fehlt uns weiterhin. Ich meine, wir sind jetzt gerade in der Küchenecke. Das bringt uns weniger. Was empfehlt ihr für fürs Schlafzimmer? Ja, weiterhin irgendwelche Blumen. Und als Bilder, ja, halt ganz simple Sachen. Klar, kann man einfach ohne Probleme auch nehmen. Kann man das nochmal größer machen? Das ist dann zu groß. Dann, da wäre schön so eine Mittelstufe. Denn das ist mir zu klein eigentlich. Und das ist es auch so ganz toll. Es gibt so Bilder, die wirklich gut aussehen. Mhm. Aber die sind dann halt um 8000 Simoleons teuer. Und das ist auch so das Problem. Wir haben nicht unbedingt viel Geld. Und das sieht doof aus, weil es einfach gegen die Ecke stößt. Das ist cool, aber es passt nicht in das Motto. Das wiederum würde gehen, aber auch hier wieder 2000. Das Ding ist ganz groß. Die nutzen wir für den Blue Velvet. Ja, das wäre cool, wenn man aber die Schatten nicht so sehr sehen würde. Das wäre für unsere Musikerin ganz cool. Auch wenn man sagen müsste, an diesem Zimmer ist nichts musikmäßig. Okay, ich würde sagen, wir machen einfach mal ganz kurz weiter. Ich überlege mir das vielleicht in der Zwischenzeit zum nächsten Teil. Und da kommt dann auch die nächste Frage. Wie geht's in der Zukunft weiter? Ich denke, ich habe das jetzt in den letzten 3 Tagen immer gefragt. Aber ich meine jetzt hier wirklich allgemein, denn wir haben 8 Leute. Und das bedeutet, keiner von denen kann ein Kind zeugen, denn es ist schlichtweg kein Platz. Die Überlegung ist weiterhin halt mit den Jüngsten weiterzuspielen. Aber dadurch, dass, das ist eine gute Frage. Also die Überlegung, die ich habe, ist, dass wir mit dem nächsten Add-on, das wir gesehen haben, Get Together, eine neue Familie starten werden. Aber ich werde überlegen, ob ich die hier, die Familie, die wir hier aktuell haben, vielleicht speichere und ebenfalls zum neuen Add-on dann mitnehmen werde. Damit das Ganze, was wir hier jetzt erbaut haben, nicht zu 100% witzfrei war. Ich denke, das ist gar nicht unbedingt falsch. So, du hast es fertig gemacht. Vielen Dank.
Und dann kannst du mal hin ein bisschen Videospiele spielen, um deinen Fun-Wert nach oben zu bringen. Und Executive Decision: Emma has created the best kitty litter jingle ever, but when she pitched it to her client, the vice president of Dumping Things Down, asked her to work on the word of Piddle based on recent market research. Fight it. Haben wir letztes Mal auch schon gemacht. Und wir haben wieder ein Small Performance Gain bekommen. Nice. So, du Nase. Du musst auch noch Programmieren üben und Videogaming Skill muss erhöht werden. Weißt du was? Wir werden eine Sache hier hinzufügen und ich überlege gerade, wo man das am besten hinstellen könnte. Am besten wäre vielleicht hier tatsächlich noch ein Büro hinzustellen. Oder haben wir eine Möglichkeit, noch irgendwo einen zweiten? Wir könnten einfach hier... Wollen wir was draußen? Weißt du was? Wir machen das draußen. Das ist zwar nicht hundertprozentig sicher. Ich persönlich würde das zum Beispiel nicht machen. Aber wir werden vermutlich einfach einen... Gibt's hier keinen Laptop? Das ist auch eine Sache aus der Vergangenheit, dass man nur damals Laptops... Wow, ein Holo-PC, der irgendeine Welt im Hintergrund am Start hat. Also war wirklich so, dass man halt hingehen konnte. Ein doofer Mac. Wirklich halt den Laptop hatte. Den konnte man auch überall hin mitnehmen, theoretisch. Klar, könnte man sagen, das ist das Slablet, das das Ganze übernehmen könnte. Also was? Geh einfach hin und spiel auf dem Slablet. Ist zwar nicht hundertprozentig toll, aber... Oh, das Ding ist auch wieder kaputt. Das Ding ist schmutzig. Wer von euch hatte den Perfect Speed Cleaner? Hatte sie und sie hatte... Wer von euch hatte das? War das nur die Mutter? Ne, sie hatte den Need Perk noch. Oh, sie ist automatisch hingegangen, das sauber zu machen? Yo. Wow. Das habe ich ihr nicht gesagt gehabt. Cool. Schön, dass sie es mitbekommen hat. So, Mr. Trump, du redest nebenbei mit ihm noch, listen to Pop und practice Programming, solange du dabei tatsächlich... Achso, sie ist zurück. Ich dachte jetzt, durch das Saubermachen hätte sie 1600 bekommen. Ja, so passiert das nicht. So, du brauchst unbedingt Fun, dann hier Fun. Ja, tut mir leid, aber der Spaß kommt erst, wenn das ganze problematische Zeug weg ist. So, nein, nicht Mornfort, Kamley, meine Güte. Selbst wenn keine Tür da ist, versuchen sie irgendwie da einzubrechen. So, du räumst erstmal bitte aus, damit das Madame nicht auch noch machen muss. Okay, das nimmt sie auch gleich mit. Wunderbar, schöne Kombination. Du gehst hin, Mop Mop, Scavenge for Parts. Und da gehen wir auch gleich hin und geben die Parts, die sie hier bekommen hat. Wow, sie hat sogar ein paar schon. Aber ich gebe sie trotzdem mal ihr. Und sie hat noch ein Potion of Use, die sie ebenfalls ihr gleich übergeben kann. Denn wir wissen ja, die sind aktuell älter als die eigentlichen älteren Geschwister. So, now du hörst damit ebenfalls auf. Sie steht davor. Wir haben leider niemanden, den wir aktuell... Oder beziehungsweise keinen aktuellen PC frei, um ihr was machen lassen zu können. So, sie will Medizin... Bist du krank? Eigentlich nicht, ne? Also was? Geh mal bitte einfach hin, einen brisk Shower und treib ein bisschen Sport. Du machst es, du bist hier beim Essen und sie geht diesmal interessanterweise Richtung Giganto-Fernseher. Und ja, der Fernseher steht vor einem verdammten Fenster. Deal with it. Ich wollte das einheitlich lassen. Dann ist immer so ein bisschen das Problem, wenn man einerseits halt hier so alles schön nach und nach hat und dann auf der anderen Seite nicht... Nur weil halt irgendwelche Sachen im Weg stehen, in der Hinsicht dann halt der Fernseher. Also habe ich den einfach davor gedrückt. Was mir aber nicht gefällt, ist, dass die Bücher davor stehen. Das wiederum geht nicht in Ordnung eigentlich. Ja, das ist das Problem, wenn man versucht, alles irgendwie gleich zu lassen. So, wie sieht's aus mit deinen Programmieren-Fähigkeiten? Du bist fertig, also aufhören. Und du kannst auch mal was essen. Go grab. Wunderbar. So. Du musst schon wieder zur Arbeit, meine Güte. Okay, nur eine halbe Stunde zu spät, das geht noch. Du hast ebenfalls Hunger, also hörst du damit ebenfalls auf und kommst auch runter zum Essen.
So, und der Idiot, die ganze Zeit am Herumspielen, hat vergessen, dass er auf Klo muss. Ja, ja, mach du nur. Sie ist zur Arbeit. Sie hat sich schlafen gelegt. Okay, ja, meine ist schon ein bisschen Zeit wieder. Und bist du immer noch draußen? Ich glaube, der war jetzt die ganze Zeit hier draußen. Werfe 3 Partys und kriege 3 Silbermedaillen bei Social Events. Okay, kannst du das Zeug hier noch essen? Made Steak made by Keim. Eat Grilled Steak. Ist einfach mal. Ja, er sieht auch extremst gelangweilig aus. So, und dann. Du brauchst eigentlich auch schon wieder die Energie, interessanterweise. Stuffed up. There's a party inside Jeffrey's face. With the sole intent of trashing the place. Das hat sich gereimt. Habt ihr mittlerweile wirklich eure richtigen Betten gefunden? Wirklich? Wow. Ihr seid beide in die richtige Ecke gegangen. Ich hatte nämlich jetzt schon die Angst, dass ihr in die falsche Ecke gerannt seid, aber ihr seid's nicht. Ich bin überrascht. Das muss ich zugeben, ja. So, räum das Zeug bitte noch weg. Und dann kannst du eigentlich auch schon schlafen gehen. Allzu mehr gibt's hier nicht zu tun. So, nein, du gehst bitte nicht hin. Du bist auch gelangweilt. Aber du musst noch so ein paar Sachen erledigen. Essen muss sie interessanterweise nicht mal wirklich. Ihr geht's in der Hinsicht gut. So, du gehst bitte hin und isst das Ganze. Ach nee, du bist schon mit dem Essen auch wieder fertig. Okay, dann kannst du auch schon nach Hause kommen. Yay. Dann gehst du einfach bitte hier oben ganz schnell auf Klo. Wäschst dich, denn du hast bestimmt viele Leute Hände geschüttelt. Und das ist bäh. Und ja. Dann auch schon ins Bett. Du musst noch arbeiten. Du bist noch da und du kümmerst dich gerade um deine Hygiene. Das ist gut. Ja. Und dann geht's eigentlich schon ins Bett. Wie lange musst du noch arbeiten? Bis 12, also noch 1,5 Stunden. Ja, die Überlegung ist wirklich, was könnte man hier noch großartig reinstellen? Gerade halt von jedem den Balkon irgendwie noch ein bisschen interessanter zu gestalten. Klar, könnte ich einfach nur halt eine Bank reinstellen und es dann dabei belassen, aber könnte man dabei noch irgendwas Interessantes hin tun? Denn bei ihr macht's Sinn, das draußen stehen zu haben, aber irgendwie zu sagen, bei ihr halt irgendwie eine Gitarre noch hinstellen? Nee, eigentlich nicht. Was könnte man bei ihr noch hinmachen? Man könnte überlegen, aber die Sache ist, das steht hier eigentlich jetzt hier auch schon da unten. Klar steht das halt mit sehr vielen anderen Sachen verbunden dort. Ansonsten das Bild müssen wir auch noch fertig machen. Was könnte man da noch einstellen? Was hast denn du noch für Trade sonst? Wir könnten einen Spiegel da rausstellen. Aber das ist es eigentlich auch nicht. Wir müssten uns dann auch mal um unsere Pflanzen wieder kümmern. Hey Edgar, he's back. Edgar, brauchst du irgendwas? Eigentlich nicht. Also kannst du sofort ins Bett gehen. Wow. Darf sonst nichts großartig machen. Das heißt, nur noch sie ist unterwegs bis 2 Uhr. Ich denke, das wird leider sich nicht irgendwie ändern. The Masse oder Diggy Thief? Mhm. Also da dürfen wir dann entscheiden, in welche Richtung wir uns begeben. Und dann müssen wir mal gucken, was was ist. Das eine klingt halt wie der übliche Kriminelle. Und das andere eher sowas wie ein Hacker oder ähnliches. Von der Idee her zumindest. So, du gehst bitte nochmal auf Klo. Und dann gehst du auch schon schlafen. Become angry. Das speichere ich mir einfach, weil das wird so automatisch in der Zeit. Try to calm down. Na, dafür habe ich keine Zeit. Denn das kriegst du durch normales Schlafen auch einfach hin. So, irgendjemand, der schon wieder fast fit ist. Federico ist bald wieder am Start. Ja, die meisten sind eigentlich schon fast wieder am Start. Um 2 Uhr in der Früh. Also, das war vielleicht ein Ticken zu früh, alle ins Bett zu schicken. Aber wir haben Samstag. Wir haben Samstag, hey. Wäre ganz cool, wenn wir vielleicht diesen Samstag irgendwie nutzen könnten. Aber mit 8 Sims losziehen ist natürlich heftig. Ich meine, wir könnten einfach in den Park gehen. Das wäre
ein bisschen friedlicher, denn so richtig Party machen wäre zwar nicht unüblich, aber wir müssen eigentlich nicht mehr auf die Jagd gehen. Wir haben alles, was wir haben wollen. So, mal gucken, wie lange traut ihr euch noch weiter zu schlafen? Bis 4, also nochmal 2 Stunden draufgelegt. Gut, gehen wir mal eine Dusche nehmen und 3 Tage. Schön. Schön, schön. Ich auf Stufe 8 und nächstes Mad Scientist. Und da brauchen wir auch nur noch die Performance für. Also es geht in Ordnung. Ja, und da sieht man zum Beispiel, hier müssen wir auch noch definitiv was machen. Denn wir kriegen den, wie heißt der, den Decorated Bonus tatsächlich nur, nicht da draußen, so rum. Und das ist eine Sache, an der wir arbeiten sollten. Was könnte man mit ihr noch großartig machen? Achso, wir sollten vielleicht Logik weiter hochdrücken. Ja, das ist doch ein idealer Zeitpunkt dafür. Du bist auch wach, du musst noch Freunde machen und... Sonderweise, er hat Freunde bekommen gehabt. Ja, lass mal ganz kurz gucken. Ah, der ob. Wer ist denn dann Freund? 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 Sweethearts oder Lovebirds. Freund, also er hat definitiv Freunde gemacht. Wow, was hat denn der für ein... Vor allem, der hat Charisma auf 1 und hat so viele Freunde ohne Probleme hinbekommen. Wow. Denn umso höher der Charisma-Wert, umso einfacher wird's. Also das ist überraschend, muss ich ganz echt zugeben. So, du hast dir was zu essen gekrallt. Ich überlege, ob ich deinen verdammten Friend of the World ändere. Denn du bist... Ja, du bist denn... Ich will dich nicht zum Nerd machen. Das ist so ein bisschen... Ja, man sieht, der Anfang von den beiden ist komplett gleich. Deswegen... Geld wäre natürlich interessant, aber das kriegen wir nicht so einfach hin. Da wird jemand angerufen. Das werden wir uns gleich angucken. Das ist ein bisschen das Problem. Da hoffe ich auch, dass sie in der Zukunft bei weitem mehr noch hinzufügen. Cool wäre definitiv auch einmal irgendwie zu starten... der so ein bisschen auf Natur aus ist. Vielleicht kriegen wir das im nächsten Add-on hin. Renaissance-Sim, das ist herausfordernd. Denn am Ende müssen wir Level 8 in 6 Skills erreichen. Da muss man also extremst büffeln. Ah, Nerdbrain. Also wie man sieht, so richtig umwerfend ist es nicht. Wir könnten versuchen, ihn zum Koch zu machen. Das wäre vielleicht was Interessantes. Aber dann müsste er auch in die jeweilige Karriere einschlagen. Und das haben wir eigentlich auch nicht drin. Bodybuilder. Ja, er macht Sport eigentlich. Aber das Problem auch hier ist, glaube ich... Ist das an eine Karriere gebunden? No, ist es nicht. Das ist natürlich cool. Dann machen wir das. Workout for 8 total hours. Wow, das haben wir... fast erreicht. Da müssen wir zwar zum Gym gehen, aber das können wir eigentlich gut machen. Videogame vor ein paar Stunden. No, don't dance. Even if you want to. Wir gehen hin und spielen weiter Videospiele, denn das ist wichtig für dich. So, du bist da am Spielen, das ist gut. Du gehst dann hin, machst brisk shower und machst Sport. So, ihr werdet alle nach und nach wach, weil ihr eigentlich mehr oder weniger alle gleichzeitig... Nee, du willst vermutlich auch tanzen. Nimm mal bitte ein Bad. Du musst auf Klo, das macht sie auch automatisch. Gut, danach gehst du bitte hin und... Okay, das werfe ich jetzt mal einfach so per Hand weg. No, geh bitte schon auf Klo. Dann gehst du bitte hin, machst das noch weg. Und dann mache ich mit dir einfach mal was zu essen. Jo. Plitsch, platsch. Du bist... Auf welcher Stufe bist du mit Videospielen? Du bist noch super am Anfang, ne? Stufe 2. Sie hat Stufe 9 erreicht. Sehr schön. Noch eine weitere. Das... Er muss auch schon wieder arbeiten gehen. Meine Güte. So, was fehlt dir noch? Du könntest... Geh einfach mal auf Klo, wenn du hier gerade schon bist. Mädel ist wach, das heißt, du gehst da drüben auf Klo, musst zwar nicht unbedingt, aber ich mach's einfach mal vollständigkeitshalber. Hm.
du machst jetzt Dancy Dancy, das machst du bitte nicht. Du gehst bitte hin und nimmst dir was zu essen. Einfach damit du für deinen Beruf bereit bist. Rebecca, a new skill in gourmet cooking will allow her to make meals more of a classier variety. This the higher the skill, the more recipes are unlocked. So wie immer. Und du hast ihr gerade volle Kanne die Schranktür in den Rücken gerammt. GG. Oh mein Gott, da hat jemand volle Kanne in die Toilette geräuert. Denn, wow, da sind sogar Fliegen dabei. Wow. Also, das wissen sie definitiv, wie man Sachen eklig aussehen lassen kann. Und sie ist schon wieder pisst. Aufwachen. Kann man aufwachen, ich will die extra Punkte haben. Dann leg ich dich wieder schlafen. Aufstehen, du bist gerade pisst. Oha. Dumm, 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 dumm. Andrew's shift is starting now. Nope. So, und ihr sitzt alle beieinander. Genau. Andrew Lawrence, zwei Mädels, die nicht dir gehören. Wie ist denn du? Muss mich für den Winter vorbereiten. Alles in den Backen speichern. Du bist immer noch hier. Da unten nachvollziehbar, aber ich muss dich mal ganz kurz nach oben schicken, denn du musst A auf Klo, also gehst du hin, nutzt das auch einmal nochmal und dann gehst du hin und machst einfach sauber. So, du spielst ein bisschen mit Blut herum, ob du willst oder nicht. Da wollten wir, ja, da wollten wir testen, da wurde auch darauf hingewiesen, danke nochmal, dass halt, wenn man seinen Job quittet oder halt sich feuern lässt, dass man dann angeblich relativ simpel wieder reingehen kann und nur eine Stufe verliert, was in Ordnung wäre. Are you sure? Yes. Ich glaube, da stand gerade dabei, dass der eigentlich Dings ist, aber egal. Find a job. Da gucken wir einfach nochmal rüber. Und zwar Startup. It's a very clutch the flat screen reward. Nowhiring.com Pioneer. Ich habe das Gefühl, dass er wieder von Anfang an startet. Denn von dem. Ne, 371. So, lass mal klicken. So, und was ist er jetzt? Jetzt ist er Stufe 9. Und wie wechselt man? Keine Ahnung. Das habe ich noch nicht. Und du hast es vor allem dabei geschafft. Mädel! Okay, ich dachte, das spritzt ihr volle Möhre ins Gesicht, aber es spritzt ihr im Endeffekt nur auf die Füße. Jetzt macht sie das sauber, um es dann reparieren zu dürfen. Coolio. Und die ist very uncomfortable. Aber dadurch, dass sie fokussiert ist auf dem Locus, der Locus-Fokus, ist das alles schon kein Problem mehr für sie. So, Jimmy Boy. Du machst dir was zu essen. So, und ich würde sagen, du machst einfach mal mit dem Essen weiter. Scrambled Eggs, wir versuchen's. Wir fordern's heraus. Ich meine, ich bin ja so frei gewesen und habe hier etwas versteckt, damit, falls ein Feuer ausbricht, hier nichts passiert. Oder zumindest hoffentlich nichts passiert. Ansonsten Fort Camley ist immer noch am Start. Da muss ich in der Zukunft auch überlegen, ob ich den nochmal zurückbringe. Eigentlich kann ich nicht. Wenn ich die drin habe, dann kann ich die anderen eigentlich nicht rüberbringen. Oder ich schummel ein bisschen. Mal sehen, wie ich das in der Zukunft mache. Ich denke, ich kann schon mal so ein bisschen erzählen, meine Überlegung für das nächste Add-on, welche Familie wir da reinbringen. Und zwar, ich denke, es wäre gar nicht mal falsch, wenn ihr ebenfalls in diese Welt kommen werdet. Und da müssen wir dann halt... Ich weiß auch nicht so, wie ich das am besten mache. Am besten wäre logischerweise, wenn... Okay, kurz die Klamotten angezogen, um sie wieder auszuziehen. Am besten wäre es natürlich, wenn sich die Leute einfach die Sims-Demo runterladen würden, ihren Sims erstellen, das dann bei die Sims 4 deren Galerie hochladen und ich mir die dann einfach runterlade. Alternativ könnte man natürlich auch einfach sagen, was sie wollen und ich erstelle die dann.
Oder sie sagen gar nichts und ich zwinge sie einfach und erstelle die übelsten Charaktere, die ich hereinkriegen kann. Mit anderen Worten, ich drücke den Random-Button ein paar Mal. So, Mädel, du stehst jetzt bitte hier nicht nur einfach rum, das wäre superb. Sondern du gehst hin, räumst das weg und dann spielst du ein bisschen Gitarre. Right, Jingle. Ja, mach mal. Ich glaube, hast du davon eigentlich jemals einen geschrieben? Nope, immer noch nicht. Krieg ich das jemals gebacken? So, ebenfalls die Frage, die ich natürlich auch immer stelle, wie lange lassen wir das Ganze hier noch laufen? Ich kann es nicht beantworten, muss ich ganz ehrlich zugeben, denn das Problem ist, dass Addon kommt im November raus, mit anderen Worten, im nächsten Monat. Und ich weiß gar nicht, welchen November genau das rauskommt, aber wenn man wirklich sagt, wir sind noch am Anfang, Oktober, 3 weitere Wochen oder 4, wenn wir den Teil noch zuzählen würden, das wären 4 Teile. Und dann sagen wir mal, es kommt Mitte raus, wenn es nochmal 2 Wochen ist. Es wären also 6 Teile. Könnte ich in diesen 6 Teilen ernsthaft noch was anderes zwischendurch reinschieben? Eigentlich nicht. Und dementsprechend könnte man euch sagen, man kann es einfach durchziehen. Vielleicht gehe ich tatsächlich hin und schmeiße einen Teil dazwischen rein, um kurz zu zeigen, was man theoretisch machen könnte oder ähnliches. Ja, da ist alles noch nicht so hundertprozentig klar. Aber ich wollte euch einfach mal ein bisschen daran teilnehmen lassen. Sowas mit dir schon wieder? Ach so, du bist einfach krank. Ich hätte vielleicht lesen sollen, was Stuffed Up genau bedeutet. Aber wie siehst du aus? Oh ja. Oh ja, du siehst gar nicht gut aus. Und du bist krank. Wir hatten das Medizinzeug. Ich hätte schon ein paar Mal angemerkt, dass ich bei dir ausräumen sollte. Und bis jetzt habe ich es nie gemacht. Wer hat denn das Zeug? Weißt du was? Du gehst bitte einfach hin und bestellst einfach nochmal was. Bevor ich jetzt hier wieder für 7 Stunden suchen muss. Gesundheit. Und jetzt nimm das Zeug. Einfach die ganze Flasche trinken. Das wird's schon tun. Yeah. So, sehr schön. Du gehst nochmal auf Klo und dann mob like mad. Du könntest schon wieder den Punching Bag nutzen, also Punching Bag to the Limit. A major corporation has purchased Emma's Jingle, a solid bit of pay for a solid bit of work. Neato! Zählt das? No, it doesn't! Wow, write song. Schreib deinen Song, ey. Du hast noch 4 Stunden Zeit, bis du zur Arbeit musst. Du hast noch 9 Stunden... Dann könntest du mal hingehen und dann wieder die Foren trollen. So wie es sich gehört. Du, bist du schon fertig? Practice punching, come on. Wow, beeindruckend. Peng, peng, pong, pang. Ich kann dir beim Strollen zuhören. du willst uns 2 Dates gehen, das müssten wir theoretisch auch noch machen. So, aber du gehst jetzt bitte mal hin, perform Routine, übst es noch ein bisschen, hoffentlich geht dabei auch der Comedy-Skill hoch. Du Sit-Ups, Fitness-Trump. Wo rennst du denn hin? Um mal ganz kurz hervorzuheben, wo er sich gerade befindet. In der hintersten Ecke und er ist gelangweilt. Sport. Okay. Dann würde ich sagen, musst du wieder reingehen. Vor allem Charisma und Programming Skill. Ja, okay, das liegt daran, dass er halt kein Pro-Gamer ist aus irgendeinem Grund. Also ich weiß nicht, wie man das ändert. Vielleicht kann man es schlichtweg nicht ändern. Oder ich muss hingehen, jetzt mich wieder immer wieder... Weißt du was, wir probieren es einfach. Ich bin einfach mal experimentierfreudig. Ich gehe jetzt hin. Lass mich wieder rausschmeißen. Nimm den nächsten Job wieder an, dann bin ich wieder eine Stufe niedriger. Mach das, bis ich Stufe 4 bin. Und hoffe dann halt, für die nächste Stufe dann wieder auswählen zu können. Yo. Find a job. Das ist extremst doof, aber wenn es nicht anders geht, dann geht es nun mal nicht anders. Ja, wir sind wieder eine Stufe weiter unten und man sieht... Wir haben einfach, nehmen wir mal nur die Hälfte ein. So, das ist jetzt 8, genau. Ich
Career quit. Das ist so doof. Aber wenn man halt nicht auswählen darf, hat will man machen dagegen. Jupp. Das müssen wir jetzt noch ein paar Mal machen. Ansonsten hoffe ich ebenfalls, dass da halt neue Berufe noch im nächsten Add-on dazukommen, denn es ist leicht übersichtlich. Ich habe zwar jetzt schon gesehen, dass jemand so eine Politikkarriere rausgebracht hat, wo es dann auch 3 weitere Skills gibt, die man lernen könnte und allerhand anderen Sachen. Aber logischerweise will man das erstmal offiziell haben, denn logischerweise jede Mod kann so seine Probleme mit sich führen. Das ist natürlich auch nicht ideal. Jo. So, welche Stufe haben wir jetzt? Und zwar Start-up. Damit gehen wir auf 6. Waren wir nicht gerade auf 6? Mal kurz drauf gucken. So, the next big thing ist Fragezeichen. Mhm. Ist die aktuelle Sache. So, und jetzt gehen wir nochmal hin. Next big thing. Okay, also man kann nicht weiter nach unten gehen. Bin ich einfach nur doof? Athlete, Astronaut, also ich kann nicht wechseln. Super, jetzt bin ich ganz nach unten gegangen, nur um halt das nicht nutzen zu dürfen. Toll. Ganz toll. So, geh mal bitte hin, salvage for parts und schmeiß den Schrott dann weg. Und dann übe mal ein bisschen dein Charisma-Skill. Well, schön zu wissen, dass man das nicht einfach ändern darf, wie man lustig ist. So, du hast deine Sache hier nicht beendet gehabt, warum auch immer. Doch, er hat sie vermutlich beendet gehabt, aber er ist einfach damit fertig. So, vielleicht muss ich hingehen und einfach eine Routine tatsächlich schreiben. Comedy Compose Short Routine ist vermutlich besser. Acquired Handy Skill, wunderbar. Einfach weil er. Vor allem, er hat den Handy Skill bekommen, weil er Sachen aus dem Müll gegraben hat. Aha. Schon klar, mein Freund. Ey, ich hatte einen Schraubenschlüssel in der Hand gehabt. Dementsprechend weiß ich jetzt, wie es funktioniert. Zumindest in den ersten Schritten. Mhm. So, Mädel, du bist immer noch nicht fertig, aber was soll's. Irgendein Opfer hier draußen. Schein. Oh, du bist auch krank. Oh, Mann, oh. Hört doch mal auf, alle krank zu sein. Geht doch nicht in Ordnung. So, und irgendwer hatte das doch. Oder habe ich das irgendwo abbestellt? Und was willst du, Hanswurst, hier? Das bestimmt irgendwo abgestellt. Und dann habe ich es. Oh, lass mal gucken. Ist das irgendwo noch im Inventar herumliegen? Da sehen wir übrigens, was wir noch alles haben. Wir haben verdammt viel noch. Ganz bewusst habe ich diese ganzen Sims-Dinger da stehen lassen, denn die sind so überhaupt nicht wert. Die sind zwar ganz nett als Idee, aber mehr dann auch wiederum nicht. Sehe ich das Zeug jetzt hier irgendwo? Nope. Well, das ist ein Problem. Vielleicht ist es aber auch tatsächlich irgendwo hier und ich bin einfach nur blind. Ansonsten, du hast hier etwas, was du noch aufmachen kannst. Hey, eine Yugi-Figur. Das Yugi't mir nicht am Arsch. Oh, meine Güte, hast du viel Schrott dabei. Okay, sei mal bitte so nett und schmeiß den Zeug zu ihr rüber. Du trinkst es dann. Und alles ist wieder in Ordnung. Wunderbar. Yay. Medizin ist drin. Oh, da ist jemand am Stompi. Los. Rude Introduction. Los. Lauf. Ein Opfer. Wir müssen nämlich hier noch 2 weitere Feinde sammeln. Jo. Das können wir gebrauchen. Fight against Faith.
Ich lasse sie mal so ein bisschen. No. Ich wollte schon sagen, lass sie einfach mal ein bisschen machen, aber ist ja so wieder scheinbar nicht drin. Time for work, Mädel. Aber gerade so, diesmal nicht eine Stunde zu spät realisiert. So, was ist mit dir? Du brauchst Fun. Also, watch current channel. Vielleicht macht das dir auch schon was aus. Dann kannst du hier mit deinem Buddy Federico labern. Und dann werdet ihr ein bisschen mehr Best Buddies forever. So, sehr schön. Schon mal angepisst. No, nicht flirten. Noxious Cloud. Trick. Da will ich jetzt einfach mal sehen, was passiert. Wow. Wow, das hat dir gefallen. So, zeig den Trick. Wow. Es hat tatsächlich funktioniert. Wow, die kommen miteinander zurecht. Slap him, Sally. Wow. Das funktioniert nicht. Die verstehen sich. Ich bin, wow, überrascht. So, kümmere dich einfach mal um die nächste Dame. No. No, hallo. Rude Introduction. Wenn es mit Mr. Obama nicht funktioniert hat, wird es auch mit Mrs. Obama nicht funktionieren und wir stellen das Ganze sicher. Yes. Hast du ein Date? Das ist fies. Jetzt sag mir bitte nicht, dass ihr schon wieder miteinander zurechtkommt. Und was bist du für eine Nase? Geh schwimmen. Hip-Hop for life, yo. Sie verstehen sich. Was ist denn das? Furz sie ins Gesicht. Mach sie fertig. Ah, ich liebe Frauen. Gehst du weg? Warum schafft ihr es nicht? Ach so, vielleicht müssen wir ein bisschen gemein sein. Ja, das hilft vielleicht. Mock Outfit. Let's do this. No, du rennst uns nicht weg. Nicht einfach miteinander reden, macht euch fertig. Rile up. Fight! 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 Hurry up! Come on! Do it! Wow, sie hat verloren. Das lassen wir doch nicht auf uns sitzen. Achso, Declare Enemy können wir dann auch gleich hier machen. Das Falsche. Aber nochmal müssen wir einfach. Wir müssen einfach einmal gewinnen. Okay, während ihr das hier macht, gucken wir mal, wie es euch geht. So, ihr Jungs könntet vielleicht mal so ein bisschen um euch kümmern, damit ihr nicht zusammenbricht. Oh,
Michelle and Sarah have had it. They are now enemies. Yeah, warum stehst du rum und machst nichts, wenn sie so kacke geht? Ja, mach einfach mal dann was zu essen auch noch gleichzeitig. Garlic Noodles. Du Ding Dong. Maintain Focus for Tour Straight of Video Gaming. Haben wir nicht noch hier irgendwo das Zeug herumliegen? Lass mich mal ganz kurz gucken. Ich weiß, dass ich die Dinger gerade nicht aufgehängt habe. Aber wo sind sie? Oder habe ich die doch irgendwo hingeschmissen? Muss man so ein bisschen gucken, weil es nicht selbstverständlich ist manchmal. Manchmal können die sich hinter irgendwelchen Sachen verstecken, wo man es nicht erwartet. Ha. Oder habe ich die doch irgendwo hingetan? Scheinbar schon. Oder wurden die gelöscht? Ha. Das sind Teppiche. Das sind... Ah, hier sind sie. Geht doch. Meine Güte, also manchmal. Enable emotional aura. Los geht's. Sehr schön, fokussiert. It's time for the video games. Du hast immer noch die niedlichsten video games. So, Mädel, du machst alles, was du machen solltest, hoffentlich. Nope. Warum machst du nicht duschen? Verstehe ich nicht. Ich habe ihr doch gerade eben gesagt, dass sie das machen soll. Sag mal, von einem Telefon zum nächsten. Nicolas Cage wird... No. Wie auch immer du das Telefon gerade angenommen hast. Und du musst dringend auf Klo. Jo, dann geh mal bitte. Du bist auch hungrig und giggly. Hihi, from being funny. Hätte man dich vielleicht Duck nennen sollen. So, und danach gehst du bitte hin und machst was zu essen. Wie angekündigt. Yay, Jeffrey can now enter Novitz Game Tournaments. Mhm. Wie auch immer E-Sports die Sims aussieht. Aber ich will es gar nicht wissen. Denn so ein wirkliches Ziel. Ich meine, es gibt ja, wenn man so Speedruns sieht, immer so gewisse Spiele. Zum Beispiel Minecraft, wo man ja trotzdem das versucht irgendwie zu machen. Obwohl es halt nicht immer unbedingt die beste Idee ist. So, was hast du da? Heightened Metabolism. The tea gave you a big boost in energy. Was für ein Tee hast du nur gesüffelt? Ach so. Kann es sein, dass das Zeug Tee ist? Das kann sein, dass es gar keine Kaffeemaschine ist, sondern wirklich einfach nur eine reine Teemaschine. Teemaschine klingt komisch. Okay, du hast immer noch auf die Fresse bekommen. Ich würde sagen, du gehst trotzdem mal hin und suchst nach einem weiteren Opfer. Wen nimmt man denn dann? Wow, die hocken ja alle in der Ecke. Und du musst zur Arbeit, Mädel. Ach so, du bist schon auf Weg zur Arbeit, never mind. Und du stehst nur in der Ecke, was ist denn los? Ich habe jetzt mehrmals gesagt, sie soll sich was zu essen machen. Jetzt macht's es. Merkwürdig. Ganz, ganz merkwürdig. Aber wenn ich das nicht bemerkt hätte, wäre sie vermutlich draufgegangen. So, und was mit dir? Du bist auch krank. Was ist denn hier los? Warum werdet ihr alle krank? Ach, du hast das Zeug. Und der Idiot steht da und... Manu, hör doch mal auf, euch wie die größten Idioten zu verhalten. Das wäre... Super hilfreich, hier. Bist du auch krank? Du bist auch krank? Was ist denn hier los? Warum werdet ihr alle krank auf einmal? Vor allem, ihr habt ja nicht alle das gleiche Zeug.
Sehr merkwürdig. So, dann mach mal bitte das hier weg. Dankeschön. So, wer ist zurück? Du bist zurück. Nice. Und du willst eigentlich einfach nur schlafen. Und... Also was? Geh einfach mal hin in Bubble Bars. Das sollte dir vielleicht helfen. Ein bisschen runterzukommen. Achso, du willst Sport treiben. Dann mach mal bitte was anderes. Und zwar Brisk Shower. Und dann machen wir einfach mit ihm ein bisschen, mit ihr ein bisschen Sport. Dann kriegt sie das auch noch rein. Und dann kann sie danach in aller Ruhe schlafen. Bist du immer noch krank? Was ist denn hier los? Oder habe ich gerade dem Falschen das Zeug zum Sofern gegeben? Kann sein, dass du auch gerade wirklich einfach nur rumstehst. Das Zeug geht nicht weg. Dann leg ich einfach schlafen. Feeling fit. Plus 1 in Confidence. Hm. Keine Ahnung, was hier los ist. Kein Plan. So, Jeffrey, immer noch dabei. Könntest du eigentlich mal was essen? Die Frage ist, hat er seine 2 Stunden jetzt schon erreicht? Ja. Yep. Sehr schön. Und dann musste Videogame... Make a video game or an app. Aber erstmal isst du was. Das geht da rein. Okay. Sehr schön. Kann sein, dass... Also irgendwas stimmt hier schon doch wieder nicht. Du sitzt jetzt einfach nur rum, als wär... Bist du auf Drogen? Needs amusement. Becomes desperate for fun in 6 hours. Play a video game. Play refuge. Sehr merkwürdig. Also, jeder wird krank. 2 Sims stehen häufig einfach nur rum, machen gar nichts. Na, sie ist dabei. Was ist dein Fitnesswert, wenn wir mal kurz dabei sind? 3. Für jemanden, der halt wirklich Fitness als Trait hat. Oh, hast du nicht. Wer war denn das? Ich dachte, sie wäre das gewesen. Physically gifted hat sie, aber keiner hat den wirklichen Trait wie jetzt zum Beispiel eher active. Ich dachte, die hätte Active. Das überrascht mich, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich dachte, die hätte Active. Hm. Weiß nicht, woran es liegt. So, wie sieht's bei dir aus? Ja, du müsstest eigentlich schlafen. Dann, let's go. Schlaf, schlaf. So, du arbeitest das wieder langsam hoch. Und dann kann ich dich eigentlich auch schon wieder zu Bett schicken. Du isst dein Zeug noch. Und dann kannst du eigentlich dich schon langsam zu Bett begeben. Oh, sie guckt sich das Zeug an. Was hat das für eine Emotional Aura, wenn ich mal ganz kurz so frei bin zu gucken? Denn das ist ja von den Dieben. Dass irgendwelche... Ist ein bisschen doof, dass nicht dabei steht, was für eine Aura das ist. Hm. Keine Ahnung. Steht zwar dabei, dass man sich das angucken muss. Vielleicht muss ich das andersrum machen. Noch einmal testen. Und dann wirst du nochmal was essen gehen. Und dann auch dich zu Bett begeben. Na? Irgendwas? Irgendwas dazu zu sagen? Nope, okay. Dann lasse ich dich da auch gar nicht großartig weiter stehen. Holy shit! Sitzt du jetzt hier schon seit 10 Stunden? Du sitzt da bestimmt seit 10 Stunden. Holy shit. Also man merkt schon tatsächlich... Oh, da oben ist schon wieder was kaputt. Meine Güte. Bei 8 Sims wird's schwer. Mit 6 habe ich es hinbekommen, mit 8 kriege ich es nicht mehr hin. Okay. Unfein. Und das ist vielleicht auch so eine Überlegung in der Zukunft. Also ich denke, wenn wir die nächste Familie starten, werde ich mit 4 Leuten starten. Aber die Überlegung ist vielleicht tatsächlich, wenn die dann halt einen Partner gefunden haben und vielleicht das Kind auf dem Weg ist, dann könnte man tatsächlich überlegen, dass man die einfach ausziehen lässt aus dem Haus. Lässt die in die Umgebung ziehen
und geht dann hin und fügt einen weiteren hinzu. Dass man immer versucht, irgendwie 4 aufrecht zu halten. Aber so könnte man halt immer wieder neue reinbringen. Und könnte vielleicht sogar ein paar Kombinationen, vor allem speziell an Trades, machen, die wir vielleicht eher seltener sehen. Das ist logischerweise auch so eine Sache, die ihr dann frei entscheiden könntet. Wenn ihr also jemanden haben wollt, der total durchgeknallt ist, könntet ihr theoretisch nehmen. Aber logischerweise, das wäre dann halt mit euch in Verbindung. Das heißt, würde ich mich reinnehmen, ForceCom, würde sagen, hey, der soll durchgeknallt sein und kinderhassend, dann wäre das halt an meinen Charakter gebunden. Okay, und ich würde sagen, Madame Buckley. Ja, sie wird logischerweise jetzt erst was essen. Dann müsste das noch sauber machen. Und dann ist es eigentlich schon Schlafenszeit. Und ich hoffe, das kriegst du theoretisch alles noch hin, bevor sie halt wegklappt. So, und du kannst aufhören, dir geht's damit wieder gut. Aber ich würde sagen, da machen wir beim nächsten Mal weiter. Ich werde mir in der Zwischenzeit kurz überlegen dann, wie wir das Ganze gestalten. Werde es vermutlich auch kurz dann offscreen machen und dann einfach zeigen, was ich gemacht habe. Ich hoffe aber, es hat euch wieder gefallen. Ich verabschiede mich und bis dann.